Ja, willkommen zu Seelenstriptease mit mir. Und zwar möchte ich heute einfach erzählen, wie es bei mir dazu gekommen ist, dass ich nach Berlin gezogen bin. Ich kriege total oft super süße Mails von vorwiegend Mädels, die mich fragen, wie es bei mir war oder die halt irgendwie auch so ein bisschen Hilfestellung suchen von wie finde ich am besten eine Wohnung bis hin zu wohin zieht man so oder wie hast du es geschafft, irgendwie so einen Freundeskreis zu bekommen. Und genau, ich würde euch deshalb gerne einfach einmal erzählen, wie es bei mir so abgelaufen ist oder auch die Beweggründe, weshalb ich überhaupt nach Berlin gezogen bin. Also ich bin in Duisburg aufgewachsen. Ich habe, lasst mich nicht lügen, 19 Jahre in Duisburg-Rheinhausen gelebt und war auf dem Krupp-Gymnasium und danach auf dem Steinbart-Gymnasium. Falls irgendwer von euch das kennt oder jemandem das was sagt, es würde mich auf jeden Fall mega interessieren, ob ich Follower habe, die auch aus Duisburg kommen oder tatsächlich auch auf einer dieser Schulen waren. Dann können wir ein bisschen fachsimpeln über die beschissenen Lehrer oder so oder über die guten Lehrer. Und, oh Gott, ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches. Ich glaube, ich bin dann mit 22 nach Berlin gezogen und für mich war es eigentlich einfach so eine Flucht nach vorn. Ich kann gar nicht sagen, weshalb ich nach Berlin bin. Es war mehr, dass ich aus dem Pott irgendwie weg wollte oder so das Gefühl hatte, das ist nicht der Ort, an dem ich länger sein möchte. Und dieses Gefühl, ne, wie es halt mit manchen Gedanken ist, so, wenn man diesen Gedanken einmal gefasst hat, lässt er einen nicht mehr los, egal worum es geht. Und nach relativ kurzer Überlegzeit habe ich dann echt meine Sachen einfach gepackt und bin so Flucht nach vorn mäßig einfach umgezogen. Habe mich irgendwie an einem Tag exmatrikuliert an meiner Uni. Ich habe in Gladbach studiert, an der FH Niederrhein. Und habe meine Sachen gepackt, meine Wohnung gekündigt, habe dann irgendwie noch einen Monat bei meinem Dad in Mülheim gewohnt und war dann auf einmal irgendwie in Berlin und bin da auf einmal in einer WG aufgewacht, in der ich zur Zwischenmiete war und dachte mir nur, wow, das habe ich jetzt echt gemacht, irgendwie super krass. Ja genau, dann habe ich in Berlin angefangen, meine Ausbildung zu machen. Ich bin gelernte Maßschneiderin und bis dato war das so mega komisch, dass ich diesen Schritt gemacht habe, aber rückblickend betrachtet kann ich echt sagen, dass es für mich das Beste war, was ich hätte machen können, weil ich hier einfach gemerkt habe, dass es richtig war, wegzugehen. Und es gibt immer wieder Leute, die mich halt fragen oder die halt so ein bisschen Angst haben, so nach dem Motto, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, ich weiß nicht, ob ich da einen bestehenden Freundeskreis bekomme. Man verlässt ja auch einfach super viele Leute, wenn man aus seinem Heimatkaff irgendwie einfach alle Zelte abreißt und abhaut. Und ich kann diese Angst echt ziemlich gut nachvollziehen. Ich hatte ja auch jahrelang oder halt auch immer noch Leute in der Heimat, die man immer wieder besucht oder ja, wo man sich denkt irgendwie, es wird nie wieder irgendwie einen anderen Freundeskreis geben. Das klingt vielleicht hart, aber das ist halt nicht wahr, weil der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier, würde ich mal sagen. Und egal, wo man hinkommt, wenn man sich nicht ganz blöd anstellt und zu Hause irgendwie komplett einschließt, dann trifft man einfach auf Leute. Und ich glaube, wenn man jung ist, dann ist das halt noch sehr viel einfacher, als wenn man jetzt irgendwie schon als gesettelter, erwachsener Mensch hierher kommt. Weil ich meine, ich habe durch meine Ausbildung super viele Leute kennengelernt. Ich habe durchs Modeln super viele Leute kennengelernt. Durch Social Media generell eh total viele. Und ich glaube einfach, ich möchte Leuten Mut machen, diesen Schritt zu gehen und einfach die Erfahrung zu machen. Ob es hinterher scheitert, kann ich nicht sagen. Aber ich glaube, wenn man es nie probiert, dann wird man halt nie wissen, ob man irgendwie gescheitert wäre oder ob man hier genau da angekommen wäre, ja, wo man sich selber wiederfindet. Und das klingt alles total esoterisch und hast du nicht gesehen. Aber ich kann echt nur betonen, für mich war es krass die beste Entscheidung. Ich habe mich selber hier einfach ein Stück weit gefunden, eingefunden. Ich hatte den richtigen Riecher dahingehend, dass das hier wirklich der Platz ist, an dem ich gerade sein möchte. Ich kann nicht sagen, ob ich die nächsten 10 Jahre in Berlin verbringe oder ob ich vielleicht woanders hingehe. Im Moment ist es für mich relativ ausgeschlossen, wieder zurückzugehen in den Ruhrpott. Ich hatte halt auch kurzzeitig überlegt, ob es eine andere Stadt werden kann, ob es Hamburg oder Köln werden kann. Aber ich glaube, wenn man da voll auf sein Bauchgefühl irgendwie vertraut, dann weiß man instinktiv, wohin die Reise irgendwie so gehen soll. Zumindest so ungefähr. Und ehrlich gesagt, Köln war mir nicht weit weg genug. Ich meine, wenn man abhauen will, dann haut man nicht irgendwie eine Stunde mit dem Auto weit weg ab. Dann haut man richtig ab. Ich meine,
was mir einfach an Berlin so gefällt, klar, das hört man immer überall, die ganze Stadt ist halt total voll von Menschen, dies, das, Ananas. Aber mir gefällt einfach, dass man so ein bisschen die gleiche Story hat. Egal, ob du aus Lübeck kommst oder aus Garmisch-Partenkirchen oder aus Duisburg. Du kommst aus einem bestimmten Grund hierher. Du kommst hier meistens her, weil du was anderes haben möchtest. Und diese Leute haben irgendwie so einen Wissensdurst oder wollen irgendwie was erleben oder sich kreativ ausleben. Und irgendwie hat man da, egal auf welcher Veranstaltung, auf welcher Party, wo auch immer man sich irgendwie über den Weg läuft, man hat direkt so eine Story, weil ja, Berlin besteht natürlich aus super vielen zugezogenen Leuten, was ich theoretisch gar nicht schlimm finde, weil das macht die Stadt halt einfach aus. Aber ja, ich glaube einfach, dass es total erfrischend ist, sowas kennenzulernen und Leute, die so Bock haben auf irgendwas. Und das merkt man auf jeden Fall immer wieder in Berlin. Deshalb, Mann, falls ihr irgendwie das Gefühl habt, ihr müsst aus eurem Trott raus und ihr könnt euch nicht so richtig dafür oder dagegen entscheiden, ich sag euch, es lohnt sich einfach voll, mal was zu riskieren, weil entweder es wird alles gut oder es ist halt eine lehrreiche Erfahrung. Oh mein Gott, ich klinge, als ob ich irgendwie 40 bin oder so. Ich werde 26. Nein, aber mal Spaß beiseite. Ich höre das total oft von jungen Mädels, die mich dann anschreiben, hey, wie war's bei dir? Und ich kann das jedem nur ans Herz legen, das zu machen, wofür dein Herz in diesem Moment schlägt. Ja, ich würde mich auf jeden Fall total freuen, wenn der eine oder andere was kommentiert, vielleicht wie es bei euch war. Vielleicht seid ihr selber schon in eine andere Stadt gezogen, vielleicht seid ihr nach Berlin gezogen, vielleicht seid ihr ins Ausland gezogen oder vielleicht habt ihr auch einfach Bock, diesen Schritt irgendwie zu gehen. Das Thema wurde ja jetzt hier in dem Video relativ oberflächlich behandelt. Vielleicht mache ich echt noch ein zweites Video, falls von euch noch irgendwie Fragen kommen oder irgendwas, wie ich manches gemacht habe. So gerade Wohnungsmarkt ist hier halt ultra scheiße, die aber auch wirklich irgendwie in jeder deutschen Großstadt gerade. Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, von euch ein paar Storys zu hören, wie es bei euch war. Vielleicht sehen wir uns noch bei einem zweiten Video über das Thema. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Okay, das war jetzt richtig schlimm. Ja, Mann, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr... auch nur um zu gucken, wie behindert ich... Wie sehe ich eigentlich schon wieder aus? Was ist denn das hier? Ist das hier... Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns hier mal wiedersehen. Auf diesem Kanal. Oh Gott. Ja.